Erythrit gefährlich, ihr Süßen, geht um Zuckerersatzprodukte. Wer noch nichts davon gehört hat, das ist hier jetzt normaler Zucker, aber Erythrit wird ja wie so ein weißes Pulver verkauft. Und ihr Lieben, es gibt nicht so schöne Nachrichten dazu. Ich werde euch die Studie vorstellen dazu. Das gleiche gilt für Xylit. Das heißt, erstmal für alle, die es nutzen, vorsichtig sein, ihr Lieben. Schreibt mir mal in die Kommentare, wo ihr das alles reinmacht, wo ihr den Ersatzzucker Erythrit Xylit zum Beispiel verwendet. Für alle, die das nicht kennen, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Also, wo finde ich dieses Erythrit und Xylit? Das sind am Ende Zuckeralkohole. Also, es ist immer ein Ersatz für Zucker. Es wird in streufähiger Form, also hier, wo dieser Löffel ist, kann man das in streufähiger Form im Handel kaufen und zum Beispiel selber Lebensmittel herstellen. Das heißt, ich erlebe es immer wieder, dass Patienten das in Marmelade reinmachen, weil man den Zucker sparen will. Das kann natürlich auch, wenn ich etwas kaufe, schon drin sein. Ich kann es, wenn ich Kuchen backe, nutzen. Ich kann es natürlich auch so Tiramisu, also Süßspeisen zum Beispiel. Da gehört ja auch sowas wie Quark oder Pudding oder ähnliches. Also alles, was ich selber herstelle. Ich kann es auch in Lebensmitteln haben, die man kauft. Na, auch Joghurt, Quark, Pudding und ähnliches kann es drin sein. Ich kann Ersatzzuckersorten zum Teil auch in Süßigkeiten haben. Es ist immer so, dass Erythrit und Xylit als Ersatz ja für den Zucker genommen wird. Und wo wir es auch ganz häufig haben, ist in Getränken zum Beispiel. Das heißt, wenn ich Light- oder Diätgetränke habe, je nachdem, was da draufsteht, zuckerfrei, es gibt ja mittlerweile viele Namen dafür, dann gibt es die Möglichkeit und dann müsst ihr tatsächlich das Produkt umdrehen, auf der Rückseite schauen, ist es da drin oder nicht. Gucken wir uns das jetzt genau an. Was ist das Problem? Also, wir haben es ja immer genommen, um den Zucker rauszunehmen, mit dem Hintergrund, dass der Vorteil ist, dass der Blutzucker nicht ansteigt. Das heißt, nehme ich Erythrit, sorry Leute, oder Xylit, dann habe ich sozusagen einen niedrigeren Blutzucker. Das heißt, ich als Diabetesberaterin kenne das auch aus der Diabetologie. Ich selber bin kein Verfechter von den Ersatzzuckersorten. Wer den Ernährungsmaßfächer vielleicht auch schon kennt, wer ihn nicht kennt, lernt ihn jetzt kennen. Dort verweise ich nicht auf Ersatzzuckersorten, sondern immer auf den Haushaltszucker, weil eine gewisse Menge an normalen Haushaltszucker verwendet werden kann, ohne dass er Probleme macht. Erstmal muss man sagen, dass wir das Jahrzehnte schon genutzt haben und wir haben dann, wenn Zucker moderat verwendet wird, auch keine großen Probleme. Zu viel des Guten ist natürlich nie gut, also die Menge ist entscheidend. Aber kommen wir nochmal zurück zur Studie. Also, ich muss ein bisschen ablesen, damit ich das auch richtig erkläre hier. In Cleveland, in der Klinik in Ohio, hat man eine Untersuchung gemacht. Das ist das Team von Stanley, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Hazen gewesen. Und zwar war es eine Langzeitstudie über 3 Jahre. Und man hat dort Patienten, jetzt nicht erschrecken, schon mit einem Herzerkrankungsrisiko untersucht. Und zwar war das eine große Studie, was ja in Ernährungsgeschichten nicht immer so vielfältig in der Vergangenheit war. Man hat dort 1157 Patienten, also über 1000 Patienten gehabt in der Studie und hat untersucht, in dem Moment, wo die ein Getränk mit einem hohen Anteil an Erythrit getrunken haben, was dann im Körper passiert. Das heißt, die haben sich angeguckt, wo landet dieser Zuckeralkohol, dieser Ersatzzucker und was macht er. Und die nicht so schöne Nachricht ist, das hat man auch bei Xylit in einer Studie, die war jetzt in 24 eröffentlicht worden. Die Erythrit-Studie ist aus, wenn ich das richtig habe, aus Februar letzten Jahres, also Februar 23. Und die Xylit-Studie ist jetzt aus Juli 24, also hochaktuell. Und beide haben die gleiche Struktur gezeigt. Und zwar ist es so, wenn das Erythrit in einer höheren Menge in der Blutbahn vorhanden ist. Ich höre uns das nochmal an. Ich zeige es euch jetzt. Gucken, ob ich das so hinbekomme. Stellt euch vor, das ist die Blutbahn. Alle kennen das ja mit dem Zucker. Jetzt erkläre ich euch aber, stellt euch vor, das wären runde Blutplättchen. Und diese Blutplättchen haben bei Erythrit und Xylit und
ich würde jetzt mal voraussagen, sicherlich auch bei den anderen Dingen an Zuckeralkoholen, haben die Blutplättchen beeinflusst. Die Blutplättchen brauche ich, um zum Beispiel eine Wunde zu schließen. Also das ist eine Thrombozytenreaktion, die wir im Körper haben, um zum Beispiel, wenn ich mich, das kennt ihr alle, wenn ich mich schneide, dass das dort wieder zuwächst. Wenn aber diese Blutplättchen, also das sind so runde, kleine, ganz einfach gesagt, ja, runde Kreise müsst ihr euch vorstellen, also runde Blutplättchen, die sozusagen, die sogenannten Plättchen werden tatsächlich beeinflusst. Und was dann passieren kann, ist, dass eine Verstopfung im Gefäß entstehen kann. Das heißt, diese Blutplättchen lassen das Blut verklumpen. Und wenn ich jetzt so eine Blutbahn habe, die vielleicht eh schon Ablagerung hat und irgendwo bleibt so ein Klumpen hängen, dann ist die Problematik, dass das Gefäß verstopft. Und alles, was nach der Verstopfung ist, also wenn es zum Beispiel in Richtung Herzen ist, dann kann ich einen Herzinfarkt kriegen. Habe ich die Verstopfung in Richtung Gehirn, dann habe ich sozusagen die Möglichkeit eines Schlaganfalles. Und dieses Risiko ist bei Erythrit und Zellulit tatsächlich erhöht. Das hat die Studie ganz deutlich gesagt, weil es einen Einfluss auf die Blutplättchen hat. Müssen wir mal einmal kurz reingucken hier. Für die, die nicht wissen, woraus Erythrit hergestellt wird, also Geringstmengen hat man auch in Lebensmitteln, also zum Beispiel Obst, Pilze, da kann auch natürlich ein Anteil Zuckeralkohole drin sein. Das Erythrit und Zellulit, was man aber heute kauft, wird zum Beispiel aus Mais hergestellt. Das heißt, in der Fermentierung und Vergärung sozusagen entsteht aus der Stärke, die im Mais ist, am Ende wird sie ja gespalten zu Zucker und dann entstehen eben diese sozusagen Erythrit und Zellulit als Zuckeralkohole. Ich bin jetzt kein Fachmann, Leute, also kein Fachmann, wie das biologisch und chemisch alles ist. Ich versuche euch das auch mit dem Körper in einfacher Form darzustellen. Also bitte die Experten, die da mehr zu wissen, schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich lerne immer gerne dazu. So, Erythrit erhöht also sozusagen dieses Thrombozytenrisiko und damit sozusagen die Verstopfung. Und deswegen kann es bei einem höheren Konsum, und da hat man sich angeguckt, was zum Beispiel bei den Süßgetränken passiert. Man hat gesehen, wenn die Leute eine gewisse Menge an Süßgetränken mit Erythrit und Zellulit trinken, dass tatsächlich dieser Erythritanteil in der Blutbahn bis zu 2 Tagen noch immer sehr hoch vorhanden ist. Das heißt, die Wirkung von Erythrit auf das Thrombozytenrisiko ist sozusagen dann auch erhöht. Wenn ich natürlich, und das muss man dieser Studie jetzt sagen, das haben die auch ganz deutlich gesagt, die haben dann gesagt, okay, wir machen nochmal eine neue Studie. Dann haben die auch Menschen, also es war ja eine amerikanische Studie, dann hat man die Teilnehmer auch nochmal mit aus Europa dazu genommen in einer weiteren Studie. Dort hat man über 2000, also 2149 Teilnehmer genommen und hat davon auch 833 aus Europa genommen. Und das erhöhte Risiko mit den Thrombozyten hat sich dort auch nochmal bestätigt. Ja? Also diese, ich hoffe, es ist jetzt richtig, Kohortstudie, also diese Wiederholung mit einer neuen Struktur hat den gleichen Effekt gemacht. Und in dem Moment ist es so, dass man daher, weil Menschen mit Risiko, also die sowieso ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und Verstopfung sozusagen in Form von Herzinfarkt, Schlaganfall, Thromboserisiko, dort wird tatsächlich abgeraten mit diesen hohen Mengen an Erythrit. Also dann lieber kleine Menge, Leute. Und wo gehen wir wieder hin? In die Natürlichkeit, die Menge ist entscheidend. Und von daher, ne? So viel zur Studie. Ich gucke nochmal eben. Ich glaube, ich habe euch alles gesagt. Fermentierung, genau wo es drin ist. Erythrit wird ja verstoffwechselt, wird am Ende nachher über den Urin ausgeschieden. Ja, da hat man natürlich noch nicht untersucht, ob das jetzt gut ist, wenn das sozusagen alles im Körper landet oder nicht. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so darüber glaubt. Es passiert den Darm natürlich und den Blutzuckeranstieg habe ich ja schon gesagt, ja. Das war ja dieser Effekt. Dieses Erythrit hat die E-Nummer 968, also E968, und gehört halt zu den Zuckeralkoholen. Ja, ihr Lieben, was machen wir da jetzt mit? Ich bin ja kein Verfechter, ich mochte das auch nie. Also das ist natürlich, Geschmack ist ja immer relativ. Und wir sehen auch wieder mit dieser Studie, eine zu hohe Menge ist in der Regel schlecht. Und wenn ich aus einem Lebensmittel etwas rausnehme und es künstlich herstelle, zeigt die Erfahrung über die Jahre in der Regel auch immer, dass es nicht gut ist.
Jetzt wird natürlich auch, und das muss man auch sagen, in der Studie gesagt, dass wir auf den gesunden Menschen den Effekt nicht wissen, weil, wie gesagt, Langzeitstudien in der Ernährung, ne, man ist erst gerade dabei. Hier sehen wir ja auch, dass ein Zeitrahmen genutzt wurde und auch eine hohe Patientenanzahl, eine hohe Teilnehmerzahl. Das kann ich auch immer nur bestätigen. Das ist immer wichtig, dass die Studienlage möglichst hoch ist, um sie dann sozusagen auch umzusetzen. Aber es zeigt auch wieder, dass die Menge einfach ja, zu viel des Guten nicht gut ist. Also ihr Lieben, moderat, natürlich ist auch zu viel Zucker in Süßgetränken auch nicht schlau, ne? Hier 4, 8, 12, 16 Würfelzucker oder sowas drin habe, das ist auch nicht sinnvoll. Aber wenn ich mal einen Schluck und vielleicht dann einfach die Hälfte nehme, eine kleinere Menge oder mir Wasser dazu bestelle und nur einen kleinen Schluck, das heißt, die Menge ist entscheidend. Und ich muss ja gucken, wenn der Zucker in der Blutbahn landet, wenn ich jetzt ein Süßgetränk habe, trinke ich ja auch viel Zucker, dann ist es natürlich auch immer sinnvoll, den Zucker wieder wegzukriegen. Also ich muss gucken, dass ich den Zucker moderat habe, dass ich die Portionsmengen mit Getränken oder hier Speisen, Kuchen, Kekse, ich muss den Zucker ja auch wegkriegen. Leute, das ist für mich genau das Gleiche. Also ich muss genau so aufpassen, dass nicht zu viel Zucker da ist. Warum? Weil ja immer die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin produziert und haben wir zu viel Zucker, zu viel Insulin, ist das auch nicht gut. Und es geht übrigens auch nicht immer nur um den Zucker in den Lebensmitteln, sondern ja auch das, woraus Zucker am Ende in der Blutbahn wird. Wenn ich jetzt Stärke habe, die zu Zucker umgewandelt wird, wenn ich Obst habe, was am Ende zu Zucker umgewandelt wird. Also Leute, gesunde Mischung. Wenn ihr mehr zu den Portionsmengen wissen wollt, könnt ihr ja nochmal im Ernährungsmaß, Rose Fröhlich Ernährungsmaß, gibt es auch digital gerne schauen. Es gibt Videos dazu. Schaut einfach bei mir auf der Plattform. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr jetzt viel gelernt habt über ja, Erythrit und Zytid, über die Studien. Moderat einbauen, Menge ist entscheidend, ne? Wie mit allen Sachen. Ihr Lieben, ganz lieben Dank für euer Zuhören. Ich danke euch, habt einen schönen Tag. Ja, und habt ihr noch was, schreibt gerne in die Kommentare.